Earth, the origin of our ancestors. A century had passed since they discovered the Eve Gate, a wormhole, passage to a remote corner of the universe. New Eden. It was the largest colonization effort in the history of man. The mass settlement of hundreds of strange new worlds. We thought nothing could stop us. After the Eve Gate collapsed, countless colonies perished. The scattered survivors forgot the old world. Fragments of mankind, light years apart, lost contact. Thousands of dark years passed until humanity rose again to be with the stars. In different corners of New Eden, great empires had evolved. Four different faces of humanity. When they clashed, the wars were merciless. Out of the years of conflict, a new kind of human emerged. One capable of immortal life. To transform into this rare breed, we pay the ultimate price. At the moment of death, our mind is transferred to a fresh clone. We have become immortal. In the sky, we reach farther. On the ground, we strike harder. The empires are losing their grasp on power. And as our age begins to dawn, they will learn to fear us. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Julian, aus Team Brainless. Und ich werde mein privates Lieblingsspiel jetzt auch mal euch zur Verfügung stellen. Das Problem daran ist, es ist geringfügig kompliziert und es gibt von Anfang relativ viel zum Lesen. Ja, wir haben hier, also das Spiel ist EVE Online. Wer es nicht kennen dürfte, mit WoW eins der ältesten MMORPGs sein. Man hat, wie gesagt, es spielt Weltraum, generell alles. Allerdings dürfte es auch das Spiel sein mit der größten Spielerfreiheit. Die Spieler bestimmen das komplette Universum in komplett EVE. Es gibt keine NPCs. In dem Sinne, alles was man sieht, wurde von Spielern gebaut. Erkläre ich später auch nochmal mehr. Grundsätzlich gibt es keinen Unterschied, in welcher Rasse man anfängt. Allerdings, doch es gibt schon Unterschiede, die Anfänge halt. Nur, wie gesagt, ich werde mal zu jeder Rasse ein bisschen was erzählen. Wir haben hier Galente. Galente ist mein Hauptcharakter in meinem privaten Spiel. Sie sind bevorzugt auf Armor, also auf Rüstung, Tank. Und ja, sie waren früher Händler, bevorzugen Drohnen und Hybridwaffen. Also Blaster und Railguns.
Dann hätten wir hier die Amma. Amma sind ein Volk, was stark an ihre Götter glaubt und früher die Minmatar versklavt hat. Also Minmatar sind die Sklaven, ehemaligen Sklaven der Amma. Amma verwenden, sind reine Armor-Tanker, also reine Rüstungstank. Verwenden Laserwaffen, haben meistens ein Problem mit der Energie, weil sie ihren Energievorrat nicht lange aufrechterhalten können. Allerdings, ja, sie sind langsam und gut gepanzert und können auf große Entfernung gut Schaden austeilen. Minmatar sind eher so die Hit-and-Run-Leute. Sklaven haben, also sie sind die ehemaligen Sklaven, haben eher unterentwickelte Schiffe, sind für PvP relativ gut, da sie, wie gesagt, durch Hit-and-Run einen extrem hohen Schaden raushauen, allerdings selbst nicht aushalten. Also man fliegt Leute an, schießt auf sie, zerstört sie und fliegt wieder weg. Sollte man länger dort drin bleiben in so einem Kampf, ist man eigentlich meistens Geschichte. Ja, sie verwenden Schildtank und bevorzugt Projektilwaffen. Ja, dann haben wir hier die Kaldari. Das sind irgendwelche anderen Völker. Hier The sieht's auch mal. Kaldari State is a union of powerful mega corporations governed by a strict meritocracy. The state is a fiercely competitive and ruthless society, whose hyper-capitalistic ways have brought its people both misery and triumph. Ja, das sind eben die kompletten. Halt die Klappe. Klappe halten alle. Ja, genau. Ja, Minmatar wird gerade noch erklärt. Die Kaldari eben. Die hier. Das sind, wie gesagt, alle wird von Megakonzernen regiert. Und sind allesamt Shield-Tanks. Und mit denen werde ich auch starten. Ich habe sie persönlich noch nie selbst gespielt, also von Anfang an. Ich habe später mit meinem Hauptcharakter mehrere Kaldari-Schiffe geflogen und so weiter, also ich weiß ungefähr, wie sie funktionieren. Allerdings, ich denke, von Anfang könnten die ganz gut sein, da sie eben Shield-Tanks sind und sie hauen gut Schaden raus, verwenden fast ausschließlich Raketen oder Hybridwaffen. Ja, und darum starten wir mit Kaldari. So, und jetzt kann man hier noch die Abstammung wählen. Das hat nichts darauf auszuwirken, wie man später spielt oder so. Ja, die Ahura sind seit mehr als 300 Jahren gehören die Ahura zum Staat Kaldari, doch gibt ihnen ihre Kultur noch immer Rätsel auf. Sie stammen aus dem Saiso-System und sind von Natur aus introvertierte Einsiedler, zeigen wenig Interesse an der kurzlebigen Erscheinung der materiellen Welt. Und so spirituell veranlagt. Erst vor kurzem sind Piloten der Ahura zu den Sternen aufgebrochen. Von dem Wunsch beseelt, die Geheimnisse des Universums zu ergründen. Was man dazu sagen muss, jeder Spieler in Eve ist ein sogenannter Kapselpilot, heißt man ist unsterblich. Wenn man stirbt, wird das komplette Bewusstsein von einem in einen neuen Klon übertragen und man wacht auf. Dürfte auch gleich noch einen Trailer dazu geben und ja. Also die sind relativ neu und ja. Führungsstärke hat in der Gesellschaft der Kaldari ein Gesicht, das der Details. Ihr scharfer Verstand und ihre Beredsamkeit haben ihnen hohe Positionen beim Militär und in der Politik verschafft, getrieben von der Prämisse, das Wohl der Gemeinschaft stets über die Bedürfnisse des Einzelnen zu stellen, haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Integrität des Staates Kaldari zu bewahren. Das sind halt die, ja, Leute, die Allianzen gründen, Flotten führen, eher so. Allerdings hat es nichts darauf auszuwirken, wie man später spielt. Das sieht mir ziemlich stark nach Piraten und Kopfgeldjäger und so aus. Ja, die Sivire, ob im Kampf oder Handel, die Sivire sind Meister der konzentrierten Aggression. Was habe ich gesagt? Als starke Wettkämpfer sind sie erst in ihrem Element, wenn die Lage unübersichtlich und hektisch ist. Sie verfügen über die angeborene Fähigkeit, blitzschnell zu denken und verlieren auch unter größter Anspannung niemals die Fassung. Da ich relativ viel Missionen fliegen möchte und auch Faction Warfare machen möchte, werde ich so einen nehmen, weil ich es kann. So, jetzt kommt eine Charaktererstellung gegen die Charaktererstellungen von Neverwinter oder Sims ein Scheiß sind. Man sieht auch hinten am Rücken. Das hier sind die Anschlüsse.
wo wir mit in den Kapseln und den Klonen, ja, wie gesagt, angeschlossen werden. So, man kann alles verändern, man kann hingehen, die Oberschenkel kleiner machen, dicker machen, Beine, kann Bauch dünner machen, dicker machen, kann man auch, weiß nicht, Moment. Ja, nicht so viel reinzoomen. Man kann Bauch rein, raus, rein, Brust kann man rausziehen, noch ein bisschen, Arme können wir. Ein bisschen dickeren. So. Oberschenkel, komm mal rein, raus. Na, so sieht noch gesund aus. Beine. So, okay. Hände. Aufgeplustert, dünn. Aufplustern, dünn. Immer so ein Mittelmaß. So, Gesicht, können wir die Wangenknochen rausziehen. Kannst auch den Mund runterziehen und alles zusammen. So. Nein. Können wir die Augenbrauen hochziehen? So oder so. So, dann nicht ganz so extrem. Bisschen weiter reinziehen. Kinn, ich werde als Mann spielen. Obwohl, ja, Lippenfarbton können wir noch annehmen. Dunkler ein bisschen. Ein bisschen vollere Lippen. So, die Sache läuft. Augenbraue. Ziehen wir ein bisschen seitlich hoch. Nasenrücken, bisschen rein. Nase rein. So. Ohren, keine Segelohren. So läuft die Sache. Dann das hier. So, ein bisschen freundlicher Blick. Gut, dann machen wir mal Figur. Muskeln können wir auch komplett hochschrauben. Dann sieht das so aus, der Gute. Ich würde sagen, wir gehen bei beidem. So, hier hin, ein bisschen in die Mitte. Gewicht. Wir können auch Gewicht ganz hochschrauben. Dann sieht er halt so aus. Ohne das Gewicht ganz runterschrauben. Moment, ich sagte ganz runter. Ganz runter. Dann sieht das so aus, relativ abgemagert halt. Deswegen das Gewicht in die Mitte. So, dann machen wir das zu. Den Teint machen wir auf. Wir können ihn einfärben, wie gewünscht. Ah, nehmen wir. Sowas. Alterung. Können auch komplett. Hallo? Ja, hallo, willst du mal gehen? Danke. Na, ist ein bisschen zu alt. So, ist doch ganz okay. Narben. Wo hat er jetzt bitte Narben bekommen? Ah, das sind die Narben im Gesicht. Wo es aussieht, als hätte er irgendwann mal so richtig heftig einen aufs Maul bekommen. Eigentlich gar keine Narben, lass mal. So, das haben wir fertig. Sommersprossen bekommt er keine. Augenfarbe nehmen wir mal grün. Schau mich an. Riesenpupillen? Nee, keine Riesenpupillen. Ich meine, mich zu erinnern, es gab irgendwo noch senkrechte Pupillen. Könnt auch solche nehmen. Das sieht richtig creepy aus. Deswegen nehmen wir solche. Haare. Jetzt geht's mal wichtig. Schwarze Haare. Wollen wir mal Harry Potter? Nee, machen wir nicht. I. Nee, ist zu komisch. Was ist das bitte? Okay.
An der Frisur muss noch ein bisschen arbeiten. Fangen wir von vorne an, durchklicken. Naja, ne, das ist ja moderne Schnitte, aussieht wie aus der Hitlerjugend. Lassen wir mal. Ne, ist auch nicht besser. Ein Iro. Gefällt mir schon besser. Grundton weiß. Und Haarfarbe. Braun. Digga, was ist das für ein. Mit. Ach, das sind die. Ah, das ist für die Gesichtshaare in dem Fall wieder. Okay, Sache läuft so. Einen Bart. Lassen wir mal hier. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Mal schauen, vielleicht nehmen wir auch einen anderen Bart. Nein. Nee, lass mal. Dann doch nicht sowas. Hm. Der erste fand ich ganz geil. Den ersten fand ich echt ganz geil. Yep, genau so einen bekommt er. Okay, gut, die Sache läuft so. Das machen wir dazu und Gesichtdetails, Augendetails machen wir zu. Wimperndichte. Scheiße, Alter. Achso, was so. Deckkraft. Ah, okay, sieht aus, als hätte er Lidschatten drauf oder Kajal oder. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Sieht man so gerade nichts. Lippenfarbton haben wir schon mal vorhin gehabt. Gesichtsteil zu. Kleidung. Körpermodifikationen. Prothesen. Gibt es Prothesen neuerdings? Ah, ne. Das sind hier, Prothesen waren doch, musste für Geld kaufen. I, lass mal. Auch nicht. Ja, schon so, da Kopfgeldjäger und so, könnte ein paar Mal einen aufs Maul bekommen haben. Auf der Seite, oder? Sowas. Packen wir mal sowas ins Gesicht. Tattoos, Kopf. Ah, da gab es auch ein paar geile. Zumal wir Kaldari sind. Kaldari haben meistens eckige Formen. Nicht alles auf eine Seite. Weil das Gesicht auch noch schön ausgeglichen aussieht. So. Piercings. Lass mal. Lippen, Ohren, Nase, Augenbrauen. Nee. Müssen nicht übertreiben.